Was geht ab, Leute? Lijanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, wahrscheinlich habt ihr schon im Titel gelesen, worum es sich heute handelt. Heute geht es um Miguel Pablo, um seine Probleme, um sein Verhalten, weil der ist momentan richtig komisch drauf. Bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Video anfange, möchte ich euch noch kurz was empfehlen. Ich habe vor kurzem eine Zusammenarbeit mit Mammo TV abgeschlossen. Die bieten Fernseher übers Internet an. Das heißt, dass ihr ganz normal ohne zusätzliche Geräte wie Antennen und Receiver fernsehen könnt. Es funktioniert auf allen Geräten, ob über den Fernseher, das Handy oder die Playstation. Das Gute ist, dass ihr nicht volljährig sein müsst, da ihr euch vertraglich nicht an die bindet. Es ist also kein Abo wie bei Sky, sondern man zahlt nur einmalig für den jeweiligen Zeitraum. Ein Jahr kostet zum Beispiel 80 Euro. Die haben insgesamt über 11.000 Kanäle aus 65 Ländern weltweit, sowie 4.000 Filme und Serien. Jeden Tag kommt was Neues dazu. Selbst kurdische Sender sind mit dabei. Die deutschen Sender Sky in HD ist auch mit dabei, ob Sky Cinema oder Bundesliga. Auf der Webseite mammotv.com findet ihr genauere Informationen zum Unternehmen und den Produkten. Das Gute für die jüngeren Leute ist auch, dass ihr mit Paysafe Card bezahlen könnt. Ansonsten nehmen die ganz normal Überweisungen, Lastschrift, Western Union, Giropay und viele andere Zahlungsmethoden an. Falls ihr Fragen habt oder Hilfe bei der Bestellung und Einrichtung benötigt, könnt ihr dem Kundenservice jederzeit schreiben oder anrufen. Die helfen euch dann auch. Ich persönlich bin komplett zufrieden mit Mammo TV, da ich alles zu sehen bekomme, was ich möchte, für einen günstigen Preis. Links zu der Webseite steht natürlich in der Beschreibung. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, Leute, alles hat angefangen seit, glaube ich, letzter Woche. Er ist ja wieder aktiver geworden und versucht jetzt seiner Community was zu bieten. Also versucht jetzt jeden Tag um 21 Uhr, glaube ich, was hochzuladen. Ist auf jeden Fall krass. Viele wissen ja, dass er in einer Psychose war, also dass er sogar in der Psychiatrie war. Und dass er wirklich auch sehr lange dort war. Also ich glaube sogar fast 2 Jahre. Irgendwie so. Wenn ich jetzt da falsch liege, schreibt es in die Kommentare, dann ja, dann habt ihr mich halt verbessert. Auf jeden Fall kam er mir dann sympathischer rüber, auf jeden Fall. Danach die Videos so. Er war nicht mehr so wie früher mit diesen Chicken Wings im Baden, dies und das so. Der war ganz anders so. Der war irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, vernünftig. Er war sozial. Aber dann auf einmal jetzt vor ungefähr einer Woche ist mir aufgefallen, dass der Typ sehr viele Beiträge postet. Auf YouTube kann man ja Beiträge posten. Und ja, man, er hat sehr viele Beiträge gepostet. Keine Ahnung, auch so kranke Sachen gelabert. Ich möchte die jetzt nicht einblenden. So, wenn ihr die selber lesen wollt, dann geht auf Miguel Pablos Seite, dann geht irgendwie auf Stories oder Community. Dann könnt ihr das natürlich alles selber lesen. Und unter die Beiträge kann man ja auch natürlich kommentieren. Und da haben auch sehr viele Abonnenten kommentiert. Ey, dies und das, du bist scheiße, deine Videos sind scheiße. Und er hat sich wirklich dann jedes Mal gerechtfertigt. Also er hat wirklich bei jedem, der ihn wie scheiße über Miguel Pablo gelabert hat, also in den Kommentaren, hat der jeden zurückgeantwortet und die auch zurückbeleidigt. So, das kennt man ja eigentlich von YouTuber nicht, weil YouTuber nehmen das ja so oder so eigentlich nicht ernst. Er hat auch jedes Mal übertrieben, er hat auch die Abonnenten zurückbeleidigt. Zum Beispiel hat er auch jedes Mal zurückkommentiert mit, du bist ein Hurensohn, Punkt. Irgendwie so. Und das fand ich auf jeden Fall scheiße von Miguel. Junge Miguel, Alter, du hast 700.000 Abonnenten, ist doch klar, dass da Leute gibt, die dich hassen. Ist doch ganz normal, Digga. Mich hassen auch viele. Und jetzt? Soll ich jetzt jeden Einzelnen schreiben, du bist ein Hurensohn oder was? So, geh einfach nicht drauf ein, Digga. Scheiß drauf. Auf jeden Fall hat er dann ein 20-minütiges Video hochgeladen mit dem Titel Miguel Pablo Escobar offiziell Video. Das ging 20 Minuten, überlegt mal, 20 Minuten. Und in den letzten 4 Minuten hat er wohl sein Musikvideo eingeblendet und ja, Mann, ich blende euch mal kurz eine kleine Szene ein. Auf jeden Fall war ich dann sehr schockiert, weil das sieht wirklich so aus, als wäre er gerade in einer Depri-Phase. Weil, Digga, ein normaler Junge benimmt sich nicht so. Und vor allem hat er jetzt auch ein Gesicht-Tattoo, beziehungsweise 2 Stück. Einen auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite. Auf der einen Seite steht irgendwie fresh und nice und auf der anderen Seite ist irgendwie so ein Stern. Ich glaube, wie von Mario. Natürlich ist das jedem selbst überlassen, ne? Aber damit hat er schon seine Zukunft gefickt, so mit diesem Tattoo. Also, der wird nie wieder mehr normal arbeiten können. Aber scheiß mal da drauf. Auf jeden Fall, er hat ja genug Geld, meint er. Und genau jetzt sehe ich auch noch, wer hat bei ihm kommentiert. That's Bikir, ich habe dir auf Snap mal geschrieben. Bro, aber du hast nett geantwortet. Heißt da It's Biki auf Snap? Darunter schreibt sogar jemand, der It's Biki den Nippel lecker. Also ich sag mal nichts dazu. Die Sonne scheint. Auf jeden Fall hat dann Miguel Pablo heute noch ein Musikvideo hochgeladen. Und zwar Miguel Pablo Mein Leben. Da erzählt er irgendwie 30 Minuten über sein Leben. Da hat er sozusagen ein Freestyle rausgehauen. Das heißt ein Freestyle, er hat da 20 Minuten lang irgendeine Scheiße gelabert. Da wo ich wirklich dachte, der ist auf Nase, Alter. Ich dachte wirklich, er hat Koks gezogen oder so. Und ist auf jeden Fall komisch drauf, spuckt auf seinen eigenen Boden und so. Finde ich auf jeden Fall nicht okay. Aber ist ja auch natürlich seine Wohnung, deswegen wir können nichts sagen. Auf jeden Fall blende ich jetzt ein paar Ausschnitte ein und darauf werde ich natürlich reagieren. Viel Spaß. Ja, seit ich 15 war, rauch ich nur noch Gras. Mir ging es gut, den ganzen verfickten Tag. Ich wachte auf mit Kopfschmerzen,
rauchte mir ein Joint, mir ging es gut. Mein Joint war mein bester Freund. Auf jeden Fall, hier erzählt er, dass er mit 15 Jahren schon jeden Tag regelmäßig Joints konsumiert hat, beziehungsweise das grüne Zeug. Also ihr wisst auf jeden Fall alle Bescheid. Und dann erzählt er auch irgendwie, dass sein Joint sein bester Freund war. Also okay, das finde ich jetzt auf jeden Fall krass, dass er mit 15 Jahren schon regelmäßig kifft, Alter. Finde ich nicht okay, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Digga, aber wie mit 15 Jahren, Digga, wie kommst du mit 15 Jahren da dran überhaupt? Mirko Rosig war nie mein echter Freund. 140k gab ich dir in 3 Jahren. Trotzdem nahmst du dir nochmal 50k. Alles steht auf meinem Konto. Weil verdien ich mehr als Charlie Lotto. Er erzählt über Mirko Rosig und das ist auch ein krasses Thema. So, ich möchte jetzt niemanden irgendwie bloßstellen oder niemanden kritisieren, weil ich nichts weiß. Auf jeden Fall meint Miguel Pablo, dass Mirko Rosig ihn abgezogen hat. Wo Miguel Pablo in der Klinik war, hat wohl Mirko Rosig das Konto von Miguel Pablo leergeräumt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Deswegen möchte ich erstmal dazu nichts sagen, aber ich gehe mal davon stark aus, dass es stimmt, weil Mirko Rosig hat dazu noch gar nichts gesagt, beziehungsweise Mirko Rosig hat sich dazu noch gar nicht geäußert, obwohl das schon ein paar Tage her ist. Aber wenn das wirklich stimmen sollte, ne, Mirko, dann hast du richtig verkackt in dein Leben, Alter. Bruder, ich acker jeden Tag für mein Traum und lass sie gleich einen bauen von einer miesen Bitch. Also hier erzählt er, dass er auf jeden Fall wieder anfängt zu rauchen, also das grüne Zeug. Finde ich auf jeden Fall scheiße, Alter. Weil, Digga, du bist doch schon in einer Psychose gewesen und das 2-mal. Wieso fängst du jetzt wieder an, irgendeine Droge zu nehmen? Klar, natürlich ist jedem selbst überlassen, ne? Aber, Digga, du bist doch schon tief gefallen, weißt du, was ich meine? Dann wird man doch schlau, dann wird man doch wach, oder? So, warum fängt man damit wieder an? So, verstehe ich nicht. Willst du dahin wieder landen, oder was? Ich bin Geld verdient. Ich bin weak. Ich will immer mehr Hochzeit. Ich will mehr von dem grünen Zeug. Nicht nur Pada, sondern auch dieses grüne Zeug. Denn er ist mein allerbester Freund. Er hat mir nie geschadet. Aber nachkommen, da liegt einfach ein Bong, da habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen, ja? Krass, Alter. Er raucht sogar Bong. Okay, Digga, ey, ich würde mir wieder Hilfe suchen, ja. Wie du dich gerade in dein Zimmer benimmst, Digga, mach, ey, Bruder, guck mal, und dann zeigst du es auch noch deiner Community. Oder du könntest ja ein normales Video machen, wo du über deine Probleme redest, aber warum so? Warum machst du ein 30-minütiges Freestyle? Du laberst nur Scheiße. So, weißt du, was ich meine? Ich bin keine Schmutzel. Keine Schmutzel, die du saust. Und bilden dir Wodka drauf. Geh mal weg mit deinem Wodka. Bruder, ich scheiß. Wodka, Bruder, ich scheiß auf dein Wodka. Das geht ehrlich klar. Er zeigt einfach zu der Flasche und sagt, das geht ehrlich klar. Digga, Miguel, Alter, ich verstehe das nicht, ja. Guck mal, du bist doch schon so krass tief gefallen, so. Du warst schon psychisch in einer anderen Welt. Wieso fängst du wieder mit dieser Scheiße an, Digga? Erstens, du machst dir deinen Ruf kaputt, aber scheiß mal auf deinen Ruf. Dein Ruf interessiert niemanden. Man merkt, dir geht's wieder nicht gut, Alter. Du brauchst Hilfe. Ich schwöre auf alles, du brauchst Hilfe. Wenn ihr das Lied jetzt hört und mich trotzdem hatet, weil ich ein bisschen Gras am Tag rauche, obwohl ich jeden Tag Videos für euch mache und mein scheiß Kameramann-Team sowieso alles für mich macht und ich nur 10 bis 30 Minuten drehen muss am Tag und ihr wollt mir sagen, ich kann mir nicht mal 2-3 Gramm drehen am Tag? Also er hat gerade selber zugegeben, dass er seine Videos gar nicht selber schneidet. Also er hat gerade selber zugegeben, dass sein scheiß Kamerateam seine Videos schneidet jeden Tag. Und er eigentlich dafür nichts tut, außer zu drehen. Ich bin euch ehrlich, Leute, so Videos drehen kann jeder. Aber Videos schneiden kann nicht jeder. Ist einfach so. Aber ich bin 20, war 2-mal in der Psychiatrie wegen anderer Scheiße. Wegen Codein und wegen Koks, wegen Mirko. Checkt ihr? Ihr könnt mir nicht sagen, rauch kein Gras. Ich lebe meinen Traum, will Millionär werden, bin Designer und kann so viel Gras rauchen, wie ich will, wenn ich das alles schaffe, Mann. Okay, Bruder, mach, was du willst, Digga. Niemand zwingt dich aufzuhören, Alter. Aber das ist besser für deine Gesundheit, Bruder. Was machst du da? Ich schwöre auf alles, du tust mir leid irgendwo. Ich schwöre auf alles. Ich meine das nicht böse, ne? Das ist auch irgendwie kein Diss oder kein Beef-Video. Du tust mir wirklich leid, Alter. Ich schwöre. Aber bis jetzt habe ich alles gemacht, was ich gesagt habe. Meine Dreadlocks, meine Haare abrasiert, Inscope seine Mutter gefickt, Mirko seine Mutter gefickt. Okay, hier sagt er, dass er Inscopes und Mirko Rosigs Mutter gefickt hat. Ist egal, was zwischen euch passiert ist, ne, zwischen dir und Mirko Rosig. Im Endeffekt wart ihr beste Freunde, im Endeffekt kanntest du seine Mutter, im Endeffekt kannte er deine Mutter. Und die dann mit da reinzuziehen, ist scheiße, Alter.
und dann sie auch noch als Hure zu betiteln, macht man nicht, Bruder. Macht man ehrlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht weißt, was du gerade machst, ne? Ich bin dir ehrlich, Digga, Miguel. Guck mal, versuch mit der Scheiße aufzuhören. Das ist also mein Tipp, so, das ist nur mein Tipp. Ob du es machst, ist deine Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass du jemanden brauchst zum Reden, Alter. Ich schwöre auf alles. Ich verstehe auch deine Eltern in dem Fall wirklich nicht, Miguel, so, wie sie dich alleine nach Berlin ziehen lassen. Guck mal, was du da machst, Digga. Du spuckst auf den Boden, beleidigst irgendwelche Mütter, rauchst Gras, dies und das, Digga. Du fällst wieder in die Psychiatrie. Deswegen, falls du jemanden zum Reden oder zum Schreiben brauchst, Digga, kannst dich gerne bei mir melden. Du kennst mich ja auf jeden Fall. Ja, Mann, was soll ich noch dazu sagen, Leute? Was ist denn eure Meinung? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf Nabo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, Leute, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein.